Hallo, wie bereits in einem anderen Video angekündigt, werde ich versuchen, beim nächsten Queer Lit Readathon mitzumachen. Wie der Name sagt, es geht dort hauptsächlich darum, queere Literatur zu lesen, aber gerne auch diverse. Und deswegen gibt es so ein Bingo-Feld, in dem man verschiedene Aufgaben erledigen kann, aber man muss nicht alle erledigen. Das finde ich eine ganz gute Lösung. Der Readathon geht vom 2. bis zum 8. Dezember, also er ist nur eine Woche lang. Ich habe ein Video gesehen, wo eine Person 12 Bücher lesen will. Okay, es sind auch ein paar Graphic Novels dabei, aber trotzdem mein TBR, also das, was ich mir vornehme, diese Woche zu lesen, geht auch schon ein bisschen über meine normalen Lesemöglichkeiten hierüber hinaus, aber für eine Woche kann ich das machen. Und zwar habe ich zwei Bücher rausgesucht, die ich euch kurz einmal hier vorstellen möchte. Und ich habe auch drei Bücher rausgesucht, die ich euch empfehlen kann, die ich schon gelesen habe, weswegen ich sie nicht nochmal lese in dieser Woche, aber ich euch für diese Woche sehr gerne empfehlen würde. Das erste Buch, was ich bei diesem Readathon versuchen will zu lesen, ist Die Farbe Lila. Ein Klassiker von Alice Walker. Ich habe es schon seit einiger Zeit bei mir rumstehen auf Deutsch und ich bin immer nicht so dazu gekommen. Also ich lese es jetzt hier, weil ich meine, dass es auch eine lesbische Beziehungs irgendwas hier drin gibt. Es steht aber nicht hinten drauf. Aber ich meine, dass sich das überall so verhandelt wird. Deswegen glaube ich, dass es für diese Woche passt. Ich weiß auch, und das steht hinten drauf, dass es viel um häusliche Gewalt geht und sexualisierte Gewalt geht und so. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber ich habe Gedichte von Alice Walker gelesen und Alice Walker ist ja generell einfach sehr bekannt dafür, dass er eine gute Autorin ist. Deswegen möchte ich mich endlich mal an dieses Buch wagen. Und ich glaube, dass so ein Readathon eine gute Möglichkeit ist, das zu machen. Ich habe mich eben hingesetzt und geguckt, welche Kästen ich mit dieser Geschichte abhaken kann. Und das sind vermutlich nicht so viele. Ich habe es jetzt einfach auch zu Historical Fiction gepackt, weil das Buch anfängt, zumindest vor dem Zweiten Weltkrieg, also schon länger her ist und das für mich auch zu historischer Geschichte passt. Aber genau, ihr merkt, so viel kann dieses Buch hier. Kann dieses Buch nicht abhaken, aber darum geht es auch nicht unbedingt für mich. Das zweite Buch, was ich ausgesucht habe, gleicht so ein bisschen das erste Buch aus. Es ist, hoffe ich, nicht ganz so schwer. Und zwar ist es Sovereign von April Daniels. Das ist der zweite Teil aus der Dreadnought-Serie. Den ersten Teil habe ich vor über einem Jahr gelesen. Und es geht in dieser ganzen Serie um Dreadnought. Das ist ein Superheld oder eine Superheldin, die immer die Dreadnought-Kräfte hat. Und in dem ersten Buch bekommt jetzt ein Trans-Mädchen diese Kräfte übertragen. Und damit ändert sich komplett ihr ganzes Leben. Bevor das passiert ist, war sie ungeoutet, niemand wusste was davon, außer ihr selber. Und genau, diese Superkräfte verändern ihren Körper, sodass sie wie ein weibliches Supermodel aussieht. Das heißt, sie muss sich outen oder sie muss sich nicht mehr outen, je nachdem, wie man das lesen will. Auf jeden Fall wird sie ab dem Zeitpunkt sofort als Mädchen gelesen. Und genau. Darauf muss ihr ganzes Umfeld erstmal klarkommen. Das heißt, sie hat viel mit Transfeindlichkeit zu tun. Aber gleichzeitig muss sie auch ihre Superheldinnenkräfte kennenlernen und sich damit auseinandersetzen und gucken, was sie damit machen will und sie trainieren. Und im ersten Buch ging es viel darum, das kennenzulernen. Die Umwelt musste sich an sie gewöhnen. Und ich bin gespannt, worum es im zweiten Teil geht. Und habe einfach Bock, eine Superheldengeschichte zu lesen mit einer Transfrau als Hauptperson. Dieses Buch hat tatsächlich bei dem Bingo noch weniger abzuhaken.
Als ich die Bücher rausgesucht habe, habe ich scheinbar ein falsches Bingo-Set benutzt, und zwar ein älteres. Da wäre das ein bisschen besser gewesen, aber dieses Mal wird nicht so viel abgefragt. Aber ich freue mich einfach jetzt so doll auf die beiden Bücher, weswegen es mir dann letztendlich egal ist, dass ich kein Bingo hinbekomme. Falls euch die beiden Bücher jetzt nicht so unbedingt zusagen oder ihr sie schon gelesen habt, habe ich mir noch drei andere Bücher überlegt, die ich euch empfehlen möchte, die zu diesem Readathon passen. Das erste Buch, damit könnt ihr auch nichts abhaken quasi, ist Dancing on Tisha B'Av. Dies ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, und diese Kurzgeschichten haben alle gemeinsam, dass die Hauptfiguren jüdisch sind, und meistens sind die Hauptfiguren auch schwul. Und in allen Fällen sind die Eltern von den Hauptpersonen Überlebenden vom Holocaust. Also darum geht es einfach, um Schwulsein, als jüdische Person Schwulsein, als Kind von Holocaust-Überlebenden, Kindsein von Holocaust-Überlebenden. Und ach ja, genau, das Ganze spielt auch so in den 90ern oder sowas, also AIDS ist auch nochmal ein anderes präsentes Thema. Aber ich würde schon sagen, im Generell ist es eine Own Voices, sind es Own Voices Geschichten, und auch eine Perspektive, die ich so nicht so kenne. Und als deutsche Person einfach super spannend und wichtig finde. Das nächste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist When the Moon Was Ours. Das Buch habe ich etwa vor einem Jahr gelesen und ich fand es sehr passend damals. Es spielen sehr viele Kürbisse rein, also es ist insgesamt eine sehr herbstliche Atmosphäre. Die Frage, nun ja, Anfang Dezember ist vielleicht nicht mehr unbedingt Herbst, aber es passt trotzdem noch fast. Die Geschichte fand ich sehr cool. Es ist eine schon Liebesgeschichte, Freundschaftsgeschichte, und die eine Hauptperson ist ein Transjunge und die andere Hauptperson ist ein Mädchen of Color. Und es ist einfach eine super schöne Geschichte, die ein Überraschungsfund für mich war. Und genau, ich habe so abgehakt, was diese Geschichte alles abhakt. Die Autorin ist selber nicht trans, aber mit einem Transmann verheiratet, und die Autorin ist selber von Rassismus betroffen. Insofern habe ich Own Voices abgehakt, auch wenn jetzt die Transperspektive nicht Own Voices ist. Und das letzte Buch ist ein Buch, was niemanden, der schon länger meine Videos guckt, verwundern wird, und zwar ist es Biskaya. Dieses Buch spielt in Berlin. Die Hauptperson ist eine schwarze Musikerin, die am Anfang des Buchs in die Psychiatrie eingewiesen wird. Und genau, das ist ziemlich hart, ziemlich krass, deswegen auf jeden Fall ein Content-Note dafür, dass Gewalt durch und in der Psychiatrie beschrieben wird, dass sexualisierte Gewalt vorkommt, dass rassistische Gewalt vorkommt. Es ist besonders im ersten Drittel sehr hart gewesen für mich zu lesen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe das Buch nochmal gelesen, weil ich es so gut finde, und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich es gelesen habe. Und es gibt noch eine weitere Hauptfigur in diesem Buch, das ist ein schwarzer Fotograf, der neu nach Berlin gekommen ist, und der begehrt auf jeden Fall auch Männer. Ist insofern queer. Aber ich würde nicht sagen, dass dieses Buch nur deswegen queer ist, sondern ich finde, das ganze Buch, also alle Charaktere, die wichtiger in diesem Buch sind, sind irgendwie queer. Sämtliche Beziehungen, die Leute zueinander aufbauen, sind, ob sie jetzt freundschaftliche sind oder auch romantische, sexuelle Beziehungen, hat was Queeres für sich. Also stellen so eine heteronormative Norm in Frage. Weswegen mir dieses Buch einfach so gefallen hat, weil es so eine andere Normalität schafft, einfach eine queere Normalität. Und das in einem deutschen Buch zu lesen, ist mir sonst bisher noch nicht so begegnet. Deswegen gefällt mir dieses Buch einfach so mega, und ich wollte es auch hier nochmal empfehlen.
das war es auch insgesamt mit meinen Empfehlungen und dem, was ich lesen möchte. Habt ihr die Bücher gelesen und würdet ihr sie auch weiterempfehlen? Besonders die zwei, die ich noch nicht gelesen habe, würde mich interessieren. Und wollt ihr überhaupt generell am Queer Lit Readathon teilnehmen, dann würde mich interessieren, was ihr so lesen wollt und ob ihr eine Liste euch vorher erstellt, was ihr lesen wollt oder ob ihr das lieber spontan guckt. Ansonsten war's das. Bis bald!